Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Jedi Survivor. Jawohl, wer Zeit von den Nutzen mir neue Materialien freigeschaltet? Fürs Lichtschwert, glaube ich. Uff. Das war schon ein bisschen sehr blau, ne? Einfacher als beim ersten Versuch. Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Passt so. Kümmern wir uns mal um dieses Gerücht dahinter. Verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein, und frag bitte nicht mehr. Elementale. Ich glaube, man kommt irgendwie oben rein. Ich habe gerade was zum Klettern gesehen. Hier an der Wand.
nicht hoch. I think I found something. Führen uns zu folgendem Wege. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Leg einen Zahn zu, BD1. Irgendwas Interessantes? Eine mechanische Berührung. Der Außenposten des Kleinen wächst aber stetig. Diese Entwicklung bedeutet, dass mein Geschick als Mechaniker Aufmerksamkeit erregt hat. Ich wurde um Hilfe gebeten, er wollte es nicht, aber ich habe es trotzdem getan. Ich denke, die Automatisierung einiger dieser Kugelgranaten hat uns weitergebracht. Das Ding, was da oben liegt. Sieh dir das an, BD. Ein zurückgezogenes Geschenk. Die anderen graben zu viel. Sie beschädigen die Würfel. Es reicht. Die Kugeln werden sie aufhalten. Sie werden sich von den Würfeln fernhalten. Sonst Punkt, Punkt. Fabrik abgeschlossen. Sehr schön, maximale Macht erhöht. Es läuft gut. Können wir wieder zurückgehen ins Dorf?
Okay, wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Ich habe das Gebäude mit den Rollminen gefunden, von dem du erzählt hast. Wirklich? Und wie geht's deinen Ohren? Alles gut. Danke für die Warnung. Freut mich für dich. Hast du was Wertvolles gefunden? Ich bin auf ein verstecktes Lager gestoßen. Oh, gut. Naja, du verdienst es. Wenn ich jetzt nur noch dieses Läuten in den Ohren loswerden könnte. So. Dann besuchen wir mal Doma, würde ich sagen. Sieh dir meine Ware an. Mal sehen, was wir hier haben. Das ist eine Werkbank. Aber BD1 hat neue Materialien, meines Wissens. Donium, gebürsteter Durastahl, uff. Rostfreier Durastahl, Metalllegierung, Silberlegierung. Nee, passt mit dem schwarzen Gummi und dem Bronze ganz gut. Alle Doma. Eine schlechte Auswahl. Oh Gott. Du hast ein gutes Auge. Das sieht ja furchtbar aus. Ich weiß, das ist eine beeindruckende Auswahl. No way. Das gehört zu meinen Favoriten. Ja, das verstehe ich. Grenzland. Grenzland. Outrider. Trainingsshirt. Commander. Das hat schon coole Sachen. Aber das ist special. Ich wusste, das würde dein Interesse erwecken. Rumpeldruine. Wer trauert und Taris. Damit kann ich nichts falsch machen. Ich wusste, dass du das nimmst. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen? Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Stimmt. Noch ein Stim. Hier, bitte. Können wir kurz Anpassung anschauen, bitte? Anpassung. Kerl anpassen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir gerade unten... Jawohl. Klonkriegerrüstung. Hose. Mhm.
Das ist mir zu hellblau. Ja, das eher. Das schaut nach Klonkriegerrüstung aus. Das ist irgendwie so Shadow-Dings. Das geht auch noch. Das ist zu krass. Das ist zu hellblau. Ich meine, schaut gut aus mit der weißen Hose, ja, aber das unten ist zu hellblau. Das müsste eigentlich Captain Keelys, müssten Captain Keelys Jungs von Ryloth gewesen sein, die Farben. Aber nee, wir nehmen das. Die Rüstung kennst du, Kerl. Genau. Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Was ist sie denn eigentlich? Ein Twi'lek? Nee. Ich will nur sehen, was sie ist. Das komplette Angebot ist legal. Versteht sich. Das würde dir gefallen. So. Haben wir abgeschlossen. 1758. Da hinten noch so anscheinend das Gerücht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin, speichern. In der nächsten Folge machen wir dann das Gerücht. Jawohl. Und ich liebe diese Klonausrüstung. Dieses halbe Jedi-Klon-Ding jetzt schon. Finde ich richtig geil. Halten wir einen Moment an. Fähigkeiten kann ich auch noch was machen. So. Sehr schön. Dann hätten wir das. Ausruhen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.